Guten Morgen YouTube, was geht? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, weil mein Tag ist sehr schön aktuell. Wir haben Wetter, was ganz okay ist. Ein bisschen wolkig, aber es soll nicht regnen. Dafür halt nicht zu heiß, nicht zu kalt. Also perfektes Wetter zum Fahren eigentlich. Ich habe irgendwas im Auge. Fuck my life. Falscher Gang, Mann. Zweitgang anzufahren ist richtig geil. Das taugt brutal. Da hat man richtig schön Durchzug immer. Und was macht der jetzt hier? Auf bessere Zeiten warten, oder wie? It was at this moment that he knew. He fucked up. Nee, passt. Oh Mann. Oh, Scheiße, Mann. Fuck. Nee, der geht nicht mehr an. Ah, Scheiße. Boah, ich muss jetzt erstmal in Worte fassen können, YouTube. Was soll ich noch sagen, ja? Kann man nichts machen, ne? Auf jeden Fall, Motorrad ist umgefallen, wie man gesehen hat. Dazu noch schön auf die Seite, wo der Auspuff und alles ist. Also da, wo es auf jeden Fall sehr gut ist, wenn sie es hinfetzt. Ja, die Frau war aber ultra korrekt, ja. Sie hat sofort gesagt, hey, tut mir leid. Mir ist zum Glück nichts passiert, ihr ist zum Glück nichts passiert. Motorrad ging halt anfangs nicht an. Habe ich gesagt, hey, komm, das klären wir so einfach alles. Personalien ausgetauscht. Habe ich ihr gesagt, komm, ich gehe zu meiner Werkstatt. Der schaut sich das an, klärt es dann alles ab und dann rufe ich dich an. So teuer wird es ja nicht, weil solange er wenigstens noch ein bisschen Gas annimmt, kann ja nichts so schlimm kaputt sein. Hoffen wir jetzt einfach mal. Und dann melde ich mich bei ihr, je nachdem wie es weitergeht, ob sie das über ihre Versicherung abklären will oder privat, ist dann ihre Sache. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so schlimm ist es wirklich nicht, weil sogar der Blinker geht und das Motorrad ist voll auf den Blinker gekracht. Also der Blinker schwabbelt da gerade nur noch rum, aber funktioniert wie eine 1. Von daher, das wird nicht schlimm sein. Aber ich halte dich auf dem Laufenden. Das heißt auch so viel wie, es werden keine Videos jetzt eine Zeit lang kommen, denke ich, glaube ich. Einfach aus dem Grund, dass ich das Motorrad wahrscheinlich nicht haben werde, weil so schnell werden die das nicht ausgewechselt bekommen. Die brauchen ja neue Verkleidung, dann Bauteile. Das haben die safe nicht einfach so rumliegen. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn das Video jetzt keine Likes bekommt und ich keinen Abonnent durch das Video bekomme, Bruder, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich einen Polizisten auf der Straße verprügeln oder was? Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt mir gesund und fallt nicht so dumm wie ich. Yalla.